Moin, Wortmann Zeil vom Team Wins. Ja, nicht jeden Tag haben wir das Glück, so ein herrliches Wetter auf unserer Reise zu erwischen, obwohl ich sagen muss, wir haben richtig, richtig Schwein gehabt bisher. Wir sind nämlich unterwegs in Norwegen, beziehungsweise aktuell in Schweden, und zwar oberhalb, sprich nördlich vom Polarkreis, auf der Jagd für euch unterwegs. Und wir haben natürlich die letzten Wochen dafür intensiv genutzt, auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände für euch zu testen. Vor allen Dingen war es für uns wichtig, mal verschiedene Ausrüstungsgegenstände oder Bekleidungsstücke mal genau unter die Lupe zu nehmen. Und wir haben uns für die Serie Huntex von Parforce entschieden. Denn eigentlich trifft man mit der Huntex-Serie genau den Kern dessen, was wir gerne tun, nämlich aktiv zu jagen. In Norwegen war es zum Beispiel so, wir hatten Temperaturen um circa plus 5 Grad, zwar manchmal schon ein wenig Schnee, aber eigentlich war es so sonnig wie heute hier in Schweden. In diesem Video haben wir für euch vier verschiedene Hosen der Huntex-Serie rausgesucht, die wir wirklich aktiv testen konnten, und wir wollen euch mal die verschiedenen Modelle vorstellen. In Norwegen reichte zum Beispiel die Huntex Signature, entschuldigt, dass sie nicht ganz sauber geworden ist, aber wir haben ja auch keine Waschmaschine dabei. Die Signature ist eigentlich gedacht für Frühjahr, Sommer und Herbst. Wir waren ja bereits im Winter unterwegs, und man muss sagen, für die aktive Jagd bei Plusgraden, selbst ohne lange Unterhose, vollkommen ausreichend. Sie ist atmungsaktiv, sie ist wasser- und winddicht durch das Membran, was verwendet wird. Und wenn es mal richtig warm wird, bietet sie hier an den Seiten Ventilationsöffnungen, welche beim Gehen wirklich hervorragend funktionieren. Und erst wenn es etwas kühler geworden ist oder man sich nicht bewegt hat, hat man einfach seitlich die Reißverschlüsse wieder verschlossen. Am Bund ist so ein Gummi eingearbeitet. Ich hätte mir manchmal gewünscht, auch Hosenträgerlaschen zu haben. Denn, naja, wenn man jeden Tag im Berg unterwegs ist, verliert man natürlich auch das ein oder andere Kilo. Und trotzdem schützt dieser Gummieinband davor, dass die Hose rutscht. Sie hat tiefe Einschubtaschen, natürlich rechts und links. Sie hat die Möglichkeit, einen Gürtel zu tragen, und sie ist eigentlich sehr geräuschlos. Natürlich macht sie leichte Gehgeräusche, aber für die Pirsch, so wie wir sie lieben, wirklich völlig ausreichend, weil kaum Geräusche entstehen. Sie hat unten am Beinabschluss so Haken. Man kennt das, wer viel im Schnee unterwegs ist, man nutzt diese Haken im Prinzip so als Schnürsenkelhaken, um zu verhindern, dass Schnee von oben in den Stiefel eindringen kann. Das war bei der Sommerhose nicht erforderlich, allerdings bei der Winterhose, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Und zwar ist das auch aus der Huntex-Serie, allerdings jetzt das Modell Membran für den Winter. Ebenso wie das Sommer-Herbst-Modell besitzt die Winterhose eine vorgeformte Kniepartie und aufgesetzte Textilstreifen an den besonders beanspruchten Stellen. Ich hatte vorhin schon angesprochen, wir haben diese Schnürsenkelhaken. Allerdings muss man sagen, die haben der Belastung nicht standgehalten bei der Winterausführung, sondern sind irgendwann ausgerissen. Das war der einzige Kritikpunkt. Hinweis für diejenigen, die wirklich häufig im tiefen Schnee unterwegs sind: Nehmt euch Gamaschen mit, denn die Haken haben es nicht ausgehalten. Ansonsten bei Temperaturen minus 4 Grad für die aktive Jagd gar kein Problem. Erst wenn es dann minus 10 wird, brauche ich für die aktive Jagd ja eine Merino-Unterhose, und natürlich, wenn ich ansitze, dementsprechend auch. Natürlich gibt es in der Huntex-Serie auch verschiedene Damenmodelle, und Antje konnte einige davon intensiv testen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Parforce Ultimate für die Dame, die für die Pirsch eigentlich zu warm war, aber für den Ansitz sicherlich gut geeignet ist. Sie besitzt eine selbstreflektierende Innentextilie, ist am Rücken hochgezogen, und so bleiben auch auf einem Ansitz eigentlich keine Wünsche offen. Wir wünschen euch viel Weidmannsheil aus Schweden und werden natürlich auch berichten, wie sich die Jacke und andere Ausrüstungsgegenstände hier geschlagen haben. Weidmannsheil!